Und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem Weihnachtsfest. Wir spielen zur Feier des Tages Dungeons & Dragons Baldur's Gate Advanced Edition, der erste Teil. Intro-Szene. Oh, oh nein, kannst du nicht... Ich werde der Letzte sein. Und du wirst als Erster sterben. Baldur's Gate Advanced Edition. Wir spielen zum Einzelspieler. Starten mal ein neues Spiel. Ein Geschlecht müssen wir wählen. Zurück. Ach so, okay, ja, verstehe. Schlecht aussehen. Hier haben wir ein paar hübsche Bilder. Spielt, glaube ich, auf die Klasse, die wir spielen wollen, noch keine Auswirkung. Individuell können wir machen. Ja, zumindest erstmal wissen, für welche Klasse ich mich dann entscheide. Tja, wenn es ein Elfen wird, dann sehe ich das hier. Dann Pirat. Schwierige Sache. Können wir vielleicht nochmal zurückgehen und es dann ändern? Ah ja, das machen wir mal nicht. Das sieht nach Dark Urge aus. Nach Bösewicht. Nehmen wir erstmal das hier. Dann suchen wir uns eine Rasse aus. Mensch, Elf, Halbelf, Zwerg, Halbling, Gnom, Halbborg steht aus zur Auswahl. Mensch ist langweilig. Tja, Halbborg wäre mal interessant, das nehmen wir einen Gnom. Könnte auch was werden. Ich glaube, Halbelf würde ich nehmen. Halbelfen sind gemischtrassige Herkunft. In ihren Adern fließt sowohl Menschen- als auch Elfenblut. Sie sind gut aussehende Zeitgenossen, die die vorteilhaftesten Züge beider Rassen in sich vereinen. Halbelfen besitzen die Neugierde, den Erfindergeist und den Ehrgeiz ihrer menschlichen Ahnen, sowie die geschärften Sinne der Liebe zur Natur und die künstlerische Ader ihrer elfischen Vorfahren. Eigenschaften besitzen 30% Widerstand gegen Bezaubern und Schlaf, besitzen Infravision, was auch immer das ist, erhalten einen Bonus von +10 auf
Schlösser öffnen und plus 5% vom Schatten verstecken. Das klingt doch super. Ich hasse, by the way, den Begriff Rasse. Das ist der, ist da. Der wurde jetzt in Baldur's Gate 3. Da haben sie den durch Volk ersetzt. Finde das ein gutes Ding, dass das dann. Das passt irgendwie, dass man das Volk nennt. Das Volk der Elfen, das Volk der Zwerge. Ja. Ich bin halb elf. Klasse, jetzt wird's spannend. Kämpfer, Waldläufer, Kleriker, Druide, Magier, Dieb, Barde, Hexenmeister, Schamane. Kämpfer, Magier, Kämpfer, Dieb. Kämpfer, Kleriker, Kämpfer, Magier, Dieb. Magier, Dieb, Kleriker, Magier, Kämpfer, Magier, Kleriker, Kleriker, Waldläufer. Das ist hier die Auswahl. Hier können wir Multiklassen wählen. Kämpfer, Magier, die Kombination verändert die Fähigkeiten als Kämpfers, Magiers und Klerikers. Es können hier noch nur die Waffen benutzt werden, die vom Glaubens, Ethos des Krieges. Also ich glaube, bevor wir hier ein Multiklassen-Ding nehmen, fange ich erstmal zumindest für diesen Durchlauf mal mit was. Und für Kämpfer Dieb, das wäre schon leichter zu machen. Bevor wir Kämpfer mit Magier und Gegner kombinieren, nicht mal eine einfache Sache hier. Druide. Ein Kämpfer wäre das Klassische, das könnte man mal spielen. Druide. Was kann ein Schaman? Das kennen wir noch gar nicht. Das ist das, das da Zeichen bei Los Geht's 3 noch nicht entdeckt. Schamanen stellen eine geistliche Verbindung zur natürlichen Welt her. Ähnlich der Art, wie Druiden mit der Natur kommunizieren. Jetzt liegt der Fokus bei Schamanen auf spirituellen anstatt ursprünglichen Gesichtspunkten. Sie zapfen, trägt die Energie an, die durch die Erde und Luft fließen, durch Pflanzen, Tiere und sogar durch die Toten selbst. Sie formen die Energien derart, dass sie ihrem Willen und gehorchen. Nirgendwo wird dies deutlicher sichtbar als bei der Fähigkeit, mächtige Geister als Wächter und Verteidiger herbeizurufen. Als Wesen zweier Welten schufen Schamanen die Ausgeglichenheit höher ein als die Überlegenheit einer Seite über die andere. Okay, ich verstehe, warum diese Klasse in Baldur's Gate 3 nicht wählbar ist. Ich verstehe. Ja, ich tendiere so ein bisschen zu Dieb. Also wenn man die Kämpfer wählt, können wir die Klassiker für. Spielen wir einfach die Klassiker fürs Spielt um das mögliche Netzwerk und mal dann eine andere Klasse wählen, aber ich würde mal hier mich für den Kämpfer entscheiden. Der Kämpfer ist ein Streiter, Soldat und Raufbold. Er steht und fällt mit seinem Wissen über Waffen und Kampftaktiken. Kämpfer findet man in den vordersten Reihen jeder Schlacht, wo sie sich mit Monstern und Schurken im Zweikampf messen. Ein guter Kämpfer muss stark und gesund sein, wenn er überleben will. Eigenschaften kann Helme tragen, kann jede Rüstung und jeden Schild tragen, kann sich in allen Waffen bis zur Großmeisterschaft spezialisieren, 5 Punkte, kann sich in allen Kampfstilen spezialisieren, 2 Punkte, kann sich im Kampfstil mit 2 Waffen zur Meisterschaft spezialisieren, 3 Punkte, Trefferwürfel W10. Hauptattribut bei Klassenkombination Stärke. Ich werde mich so verskillen, das ist euch doch wohl klar. Interessant finde ich, dass man Barbar nicht spielen können. Wenn ich das richtig sehe. Waldläufer. Wie nicht mal Kämpfer, wo ich dann eher zu Dieb tendieren würde.
Kämpfers, das ist das einfachste, simpelste. Ah, hier können wir Barbar wählen als Kämpfer. Klassenvariation. Der Kämpfer, also der schlichte Kämpfer. Haben wir hier schon Berserker. Oha. Magier, Töter, Kinsei, Barbar. Ich würde mal sagen, wir nehmen einen einfachen Kämpfer. Einen normalen Kämpfer. Klassisch Kämpfer. Für die Gesinnung. Wählt nun eure Gesinnung. Die Gesinnung bestimmt das Zusammenwirken eures Charakters mit seiner Umgebung, bevor ihr eure Wahl trifft. Solltet ihr alle Beschreibungen sorgfältig durchlesen? Oh Gott, nein. Wenn ihr während des Spiels stark von eurer Gesinnung abweicht, müsst ihr mit Konsequenzen rechnen. Okay. Recht schon gut. Das sind wegweisende Entscheidungen hier. Rechtschaffen, gute Charaktere glauben, dass eine geordnete, starke Gemeinschaft mit einer gut organisierten Regierung der Mehrheit der Leute bessere Lebensbedingungen bietet. Um die Lebensqualität zu sichern, müssen Gesetze erlassen und befolgt werden. Wenn die einzelnen Gesetze beachten und versuchen, sich einander zu helfen, gedeiht die Gesellschaft als Ganzes. Aus diesem Grund streben rechtschaffende, gute Charaktere nach den Dingen, die am meisten Vorteile für die meisten Leute bringen und am wenigsten Schaden verursachen. Ein ehrlicher und hart arbeitender Leibeigener, ein gütiger und weiser König oder ein strenger, aber Richter, oberster Richter sind Beispiele für rechtschaffende, gute Leute. Couch spürt das Gegenteil. Chaotisch böse Charaktere sind der Schrecken aller Guten und Organisierten. Sie werden vom Verlangen nach persönlicher Bereicherung und Vergnügen getrieben. Sie sehen nichts als Falsches daran, sich mit allen Mitteln das zu nehmen, was sie wollen. Gesetze und Regierungen sind die Werkzeuge von Schwächlingen, die unfähig sind, sich selbst durchzuschlagen. Die Starken haben das Recht, sich zu nehmen, was sie wollen, und die Schwachen sind darum, ausgebeutet zu werden. Wenn sich chaotisch böse Charaktere zusammenschließen, dann nicht aus dem Wunsch nach Zusammenarbeit heraus, sondern nach den mächtigen Feinden Widerstand zu leisten. Eine solche Gruppe kann nur durch einen starken Führer zusammengehalten werden, der fähig ist, seine Untergebenen gehorsam aufzuzwingen. Da sein Führungsanspruch auf nackter Gewalt beruht, wird er beim ersten Anzeichen von Schwäche durch jeden anderen ersetzt, der ihm seine Position auf irgendeine Weise entreißen kann. Notgünstige Freibeuter und Monster von geringer Intelligenz sind gute Beispiele für eine chaotische, böse Gesinnung. Irgendwo zwischen den Extremen würde ich mich mal. Couch-neutrale Charaktere glauben, dass nichts einer Ordnung unterliegt, auch nicht ihre eigenen Taten. Und diesen Grundsatz neigen sie dazu, jeder Laune nachzugehen, die sie im jeweiligen Moment befällt. Gut und böse spielen bei ihren Entscheidungen keine Rolle. Der Umgang mit chaotisch-neutralen Charakteren ist sehr schwierig. Von solchen Charakteren weiß man, sie vergnügt und zu keinem ersichtlichen Zweck alles, was sie haben, auf eine Karte setzen und verspielen. Sie sind fast völlig unzuverlässig. Das einzig Berechenbare an ihnen ist die Unberechenbarkeit. Gesinnung ist vermutlich am schwierigsten zu spielen. Irre und Verrückte tendieren zu chaotisch neutralen Verhalten. Absolut neutral. Chaotisch gut, wie sieht denn das da aus? Chaotisch gut Charaktere sind ausgeprägte Individualisten mit einem gewissen Hang zur Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft. Sie glauben an die Werte des Guten und Rechten, doch halten sie nicht viel von Gesetzen und Regelungen. Sie haben nichts für Leute übrig, die andere vorschreiben wollen, was zu tun ist. Ihre Taten werden von ihrem eigenen moralischen Empfinden geleitet.
das zwar gut ist, aber nicht immer in Wertvorstellungen der Gesellschaft übereinstimmt. Ein mutiger Grenzbewohner, der immer weiterzieht, wenn Siedler einen Spuren folgen, ist ein Beispiel für einen chaotisch guten Charakter. Klingt nach dem typischen Kämpfer, deswegen nehmen wir das mal. Für ein mögliches Stream-Netzwerk oder so werde ich mich da nochmal belesen und da mal was geeigneteres eventuell wählen, aber ja. Das klingt am besten. Oh Gott, Attribute. Müssen wir auch noch skillen? Hier fange ich mich schon an zu verskillen, also werden wir mal sehen. Es handelt sich hierbei um die Grunddaten, die den Charakter definieren. Minimal- und Maximalwürfe sind je nach Klassen- und Rassenvoraussetzungen leicht zu unterschiedlich. Hier können wir würfeln. einfach cheaten hier. Genau, Würfel sind wir natürlich. Eigentlich würfelt man nur einmal und nimmt dann das, was man hat. Aber. Oh, da war die 91, verdammt! Schön hohe Werte will ich hier haben. Obwohl es jetzt nicht wirklich eine Rolle spielt. Dieses eine Mal. Okay, hier haben wir eine 90, okay, das nehmen wir. Stärke 16, Geschicklichkeit 12, Restitution 17, Intelligenz 17, Weisheit 17, Charisma, das klingt sehr balanced. Deswegen werde ich mal auf. Dann werde ich jetzt das erste Verskillen schon betreiben. Und Weisheit 1 runternehmen. Auf Stärke eins drauf packen. Ja. Geschicklichkeit sollte man noch ein bisschen machen. Noch eins von Intelligenz und noch auf Geschicklichkeit. Charisma werden wir auch gebrauchen. Da 16 schon ein guter Wert ist. Die 12 ist auch ein sehr guter Wert. Das sind verdammt gute Werte. Das sind alle Werte. Sind sinnvoll. Nehmen wir so. Fähigkeiten. Bastardschwert, Langschwert, Kurzschwert, Axt. Zum Beginn ist er der einen aufgrund des verfügbaren Waffengruppe. Okay. Können wir wahrscheinlich später noch ändern. Zweihänder Katana, Krummsäbel. Durch Kriegshammer, oh Gott, das sind so viele. Das Langschwert ist vermutlich die am weitesten verbreitete Waffe auf der Aufführung. Ein Charakter, der mit dem Langschwert kämpfen kann, hat den Vorteil, mit einer weiterhin erhältlichen, billigen Waffe umgehen zu können. Nimmt einen Punkt. Der Charakter kann die Waffe ohne Abzüge führen. Spezialisiert 2 Punkte. Der Charakter erhält mit der entsprechenden Waffe plus 1 auf Trefferwürfe. Plus 2 auf Schaden. Ah, okay. Meisterschaft 3 Punkte. Hochmeisterschaft 5 Punkte. Plus 3. Okay, wir haben 4 Punkte, die wir verteilen können. Ich erstmal 2 auf Langschwert geben. Ja, und da schon mal spezialisiert.
End of Kurzschwert würde ich nehmen. Vorzugte Waffe, zahlreiche Diebe und Halblinge. Nehmen wir das doch nicht. Mit zwei Händen würde ich gern skillen. Im Abzug können wir die führen. Axt würde ich auf jeden Fall noch einen drauflegen. Dass wir eine Axt bedienen können. Ohne Probleme. Ja, nehmen wir so. Langschwert spezialisiert, aber zwei Hände und Axt geht's zur Not auch. Das Bastardschwert kann entweder einhändig oder beidhändig geführt werden. Der hat einen beidhändigen scharfe Klinge. Es verursacht mehr Schaden als ein Langschwert, aber weniger Schaden als ein Zweihänder. Mhm. Klingt auch interessant. Gut, dann nehme ich doch dieses hier. Und für Langschwert ist es wahrscheinlich besser, weil das kriegen wir leichter. Aussehen, hier können wir den Charakter gestalten. Der wird auf der Map eh nur ganz klein zu sehen sein, ist nicht wie in Baldur's Gate 3, das war da groß hochauflösend den haben. Können wir auch Sachen machen mit ja, grüner Hautfarbe und so. Wir versuchen es mal so wie den Charakter aussehen zu lassen. Pinke Haare. Das wird man später kaum sehen. Spätestens wenn wir dann einen Helm aufhaben, ist das dann auch vorbei. Kleidung passt schon fast. So können sie hinhauen. Ja, warum nicht? Sound. Achso, abspielen, ja. Jetzt müssen alle dran glauben. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ihr werdet nicht mehr lange leben. Los, los, los! Jetzt werdet ihr es bereuen. Nicht schlecht. AVN. Okay. Jetzt müssen alle dran glauben. Euer Leben liegt in meiner. Ihr werdet nicht mehr lange leben. Jetzt werdet ihr es bereuen. Wer ist nun dran? Los, los, los! Jetzt werdet ihr es bereuen. Ich nehme die hier. Es wird ab und zu mal. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt. Ich habe schon in Let's Play von jemandem reingeguckt. Da es wird ab und zu mal vorkommen. Der Charakter wird mal so kurz Sprüche wie jetzt auf geht's im Kampf und sagen, das meiste werden wir lesen müssen. Also ist das Wichtigste der Name. Große Güte. Daran habe ich gar nicht gedacht. Schnell ein Name. Damit wir nicht loslegen können. Fancy Name Generator. Eine fantastische Seite. In denen die nicht Human Names. Dungeon Dragons. Das ist eine sehr große Seite, kann ich nur empfehlen. Halbelfennamen. Weiblich Namen.
Ah, das ist doch ein schöner Name, den nehmen wir mal. Elises. Ein epischer Name. Ja, jetzt habe ich über viel. Können wir editieren? Als ob die eine Rolle spielt. Okay, lese mir das mal durch. Könnte wichtig werden. Ihr fühlt euch schon seit frühester Jugend vom Lärm der Schmiede angezogen und habt euch als äußerst begabt erwiesen. Es darum ging, den Mönchen der Burg die verschiedensten Werkzeuge anzufertigen, sich von Zeit zu Zeit benötigen. Durch den Einfluss der Geschichten eures Ziehvaters über Helden in Eisenrüstungen wisst ihr jedoch, dass ihr viel lieber ein Schwert als den Schmiedehammer schwingen möchtet. Eine der Wächterinnen war so nett, euch unter ihre Fittiche zu nehmen und euch die Grundlagen der tödlichen Künste beizubringen. Ihr sehnt euch nun danach, die sicheren Wände eures mit Büchern befüllten Zuhauses zu verlassen und euch gut bewaffnet entlang der Handelsstraße zum Ungewisse zu begeben. Ihr wisst kaum etwas über die Umstände, unter denen ihr Goriums Mündel geworden seid. Doch im Laufe der Jahre habt ihr aus einer wahren Anspielung und den Worten, die er manchmal unter Tränen im Schlaf murmelt, ein wenig über die Geschichten eurer Mutter erfahren. Es war eine Halbelfe vom Hofe von Aschabarfut, mit der er viele Jahre lang befreundet war. Da ihr euch nicht an sie erinnern könnt, und auch keine Andenken an sie besitzt, glaubt ihr inzwischen, dass sie bei eurer Geburt gestorben ist. Vielleicht wurde Gomorion durch den Schmerz dieser Trennung dazu veranlasst, sich in den engen Hallen von Kerzenburg einzuschließen und euch als sein eigenes Kind aufzuziehen. Über euren Vater habt ihr nie etwas erfahren. Na dann, eine Gruppe können wir erstellen. Oh je. Dann können wir noch andere Charaktere in die Gruppe nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen, was wir unterwegs kriegen können. Schwierigkeitsgrad. Normal. Gegner verursachen ein Viertel weniger Schaden. Gruppenmitglieder können nicht permanent sterben. Treffpunkte werden automatisch maximal ausgewürfelt. Und Zauber werden immer erfolgreich ins Zauberbuch geschrieben. Einfach. Und was ist das Kleingedruckte? Geschichts. Viel zu klein geschrieben. Die in die Regeln haben wir schwer. Wahnsinnig Vermächtnis des Baal. Ich würde mal einfach. Wir werden sehen, ob ich verzweifeln werde. Nehmen wir ausnahmsweise nicht den einfachen Modus. Ich nehme mal nach dem normalen, nicht die in die Regeln. Keiner will nach die in die Regeln spielen. Baldur's Gate. Beziehungs. In Klippen oberhalb der Schwertküste ragt die Zitadelle von Kerzenburg empor. In ihr befindet sich die beste und umfangreichste Sammlung an Schriftstücken auf ganz Ferun. Sie ist eine beeindruckende Festung, in der strengen Isolation der Intrigen verborgen, die gelegentlich die übrigen vergessenen Reiche quälen. Sie ist abgelegen, in hohem Maße reglementiert und sie ist Heimat. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt ihre Geschichte. Sie haben die meisten ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Stellvertretend für ihren Vater hat er sie aufgezogen. Mit 1000 Geschichten von Helden und Monstern, Liebenden und Ungläubigen, Schlachten und Tragödien. Jedoch eines blieb immer ungesagt: die Geschichte ihres wahren Erbes. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt ihre Geschichte.
Sie haben die meisten ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Heute scheint Gorion besorgter denn je zu sein. Und nun hat er entgegen seiner Gepflogenheiten mitten am Tag eure Arbeit unterbrochen. Er hat euch rasch befohlen, euch reisefertig zu machen und euch alles Gold gegeben, das er entbehren kann. Doch ihr wisst immer noch nicht, warum. Und jetzt steht ihr vor dem Wirtshaus von Kerzenburg und seid bereit, Vorräte für diese ungeplante und unerwartete Reise zu kaufen. Ja, dann auf geht's. Und wir sind zum Spiel. Findet Gorion ist die erste Mission. Ja, da sehen wir schon. Ja, es ist hier. Ist der erste Teil. Vielleicht zu Baldur's Gate 3 natürlich. Ein harter Unterschied. So, wir müssen erstmal gucken, wie wir das hier wie das Ganze steuern. Also können wir rauszoomen, wir können reinzoomen. Und wir klicken hier mit der Maus, dass wir uns bewegen. Können wir mit dem freundlichen Herrn erstmal oder der freundlichen Frau reden. Angreifen will ich sie jetzt nicht. Das Tutorial doch gebraucht, F1 Gespräch. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Nira, hallo Kind. Mir wurde gesagt, dass ich euch über die Grundlagen der Bewegungs- und Zeitsteuerung unterrichten soll. Wenn es noch etwas gibt, was ihr darüber wissen wollt, eigentlich können wir unser Tutorial halten. Sagt mir, weiser Lehrer, wie ich das Spiel pausieren kann. Um das Spiel zu pausieren, klickt auf die Uhr unten auf der linken Bildschirmseite. Das ist jederzeit möglich, außer in speziellen Situationen, wie zum Beispiel Zwischensequenzen. Das Pausieren gibt euch genug Zeit, euren nächsten Schritt zu planen. Unten, linke Bildschirmseite, die Uhr hier. Linken Bildschirmseite. Oh. Wenn das Spiel pausiert ist, könnt ihr die Aktion Gruppenmitglieder planen, euer Inventar verwalten oder sogar Zauberbeschreibungen lesen. Klickt ihr nochmal auf die Uhr und läuft das Spiel nochmal weiter. Rast. Erst lange Rast. Schnell speichern. Hilfe. Zoom. Dann hier ist der Charakter. Der Anzeigen. Kriege der Gruppe an. Levieren. Ich schätze mal, hier können wir pausieren. Erzählt mir etwas über die Gebietskarte. Klickt euch auf das Kompass-Symbol auf der linken Seite des Bildschirms, um die aktuelle Gebietskarte aufzurufen. Dann dort Gruppenmitglieder sind durch den Kreis gekennzeichnet. Ja, Kompass-Symbol blick ich auch noch nicht. Sieht aus wie ein Kompass. Bewegungsstörung. Um euch durch die Welt zu bewegen, klickt auf eine Stelle. Das Bildschirm ausgewählte Charaktere ist dorthin zu gelangen. Ein Kampf läuft in einer Reihe von sogenannten Runden ab. Jedes Wesen auf dem Schlachtfeld besitzt seine eigene Initiativrunde. Das bedeutet, dass während ihr euch bewegt und angreift, eure Gegner sich zugleich ebenso bewegen und angreifen. Ich will die Kämpfe sowas zum Verkacken. Waffen mit niederem Initiativfaktor und Zauber mit niederem Zeitaufwand können die Wahrscheinlichkeit eures Überlebens signifikant erhöhen. Auch wenn ihr nicht mehr als einen Zauber gleichzeitig wirken könnt. Ganz egal, wie schnell ihr ihn sprecht. Ja, wir werden es schon verkacken. Ah, hier können wir Zeit pausieren und können uns dann im Kampf zum Beispiel Gedanken drum machen, wen wir uns dann als erst angreifen.
Mal Rast machen. Mal schnell speichern. Das ist unser Charakterbogen. Ja. Können wir auch noch später anpassen. Jetzt sagen wir, wir wollen anders aussehen. Und da haben wir die Karte. Da sind wir, das ist die Stadt. Die Weltkarte sieht so aus. Und das wird Baldur's Gate sein. Ein Kreuzbuch. Kartennotizen, Gebietskarten, Hintergrund. Aha. Jetzt haben wir Zug zum Spielen. Und dann gehen wir mal ins Gasthaus hinein. Hinein. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Untertitel? Sehr gerne. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Bringt mir bei, wie ich Dinge kaufen und verkaufen kann. Auf dem Handelsbildschirm werden Gegenstände, die der Händler zum Verkauf anbietet, auf der linken Seite aufgelistet. Euer Inventar befindet sich auf der rechten Seite. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, liegt hier auf seinen Namen in der Liste. Ausgewählte Gegenstandssymbole werden hervorgehoben. Also wer Baldur's Gate 3 gespielt hat, ist hier noch ein bisschen fremd, aber kennt sich mit den Basics aus. Da waren Gerüchte und Erfahrungen, wie ich Zimmer ermieten kann. Wenn ihr in einer Stadt seid, könnt ihr nicht auf den Straßen schlafen. Das ist... Ich wollte gerade neu sagen, aber... mir neu. Man muss in Tavernen gehen. Sucht euch stattdessen ein Gasthaus mit freien Zimmern und wählt ein Zimmer aus den angebotenen Kategorien aus. Klickt dann auf die Scheidefläche Mieten, um einen Gebot rasten zu lassen. Je luxuriöser das Zimmer, desto mehr Treffpunkte wird euch ihre Gruppe beim Rasten wieder erlangen. Aber selbst die spärlichen Quartiere sind einem Waldboden vorzuziehen. Und bei Baldur's Gate können wir pennen. Da haben wir schon. Wo wir schon lange Rast gemacht haben. Das ist. Uff. An unmöglichsten Stellen. Bringt mir bei, wie man Tavernengerüchte in Erfahrung bringt. Wenn ihr wissen wollt, was die Leute so reden, solltet ihr mit ihnen trinken. Mit einem Mist das Getränk eurer Wahl kaufen. Aber wir haben noch Geld für den Scheiß. Und nichts. Dann reden wir mal mit ihm hier. Wir müssen erstmal hingehen. Windrop. Hallöchen, na, schaust du mal wieder rein. Bei dem alten Kumpel Windrop. Denk an die 10.000 Goldmünzen, die gemäß der Sitte an Kerzenburg bezahlt werden müssen. Du weißt schon. Das ist eine bodenlose Frechheit. Wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Fahrt zur Hölle mitsamt eurer Spelunke. Wir waren schon immer ein Spaßvogel mit Trop. Je öfter ich es höre, desto lustiger wird es fast. Naja, ganz so oft vielleicht doch nicht. Ich fürchte, ich habe nicht das passende Kleingeld für den Eintritt. Ich komme später wieder vorbei. Aha, war ja nur ein Spaß. Die Mönche können ja gern herumlaufen, als hätten sie einen Stock verschluckt. Bei mir bist du stets gern gesehen. Gurion. Ja, Gawain, ich werde ihn Gurion nennen, hat ganze Arbeit bei dir geleistet, der alte Haudegen. Also kann ich irgendwas für dich tun?
Willst du was zu trinken, ein Zimmer, oder willst du was kaufen? Sicherlich das habt ihr. Ah, okay, Zimmer. Nehmen wir ein Bauerzimmer, ein Händlerzimmer, ein Edelmannszimmer, ein Königszimmer. Ich meine, wir brauchen uns nicht. Wir sind, glaube ich, wir müssten noch voll geheilt sein. Okay, könnten wir mal Waffen kaufen. Streitext haben wir hier. Bastardschwert, Langschwert. Wir bräuchten Langschwert. Gibt's ja alles. Ein kleine Lederrüstung wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Uns das leisten können. Ein kleiner Schild noch dazu. Sind wir ausgerüstet. Ob wir uns ein großes Schild leisten könnten. Helm können wir tragen. Okay. Ein bitteres Schwarzbier, ein Feuerwein. Nehmen wir erstmal ein bitteres Schwarzbier. Wir brauchen noch ein bisschen Geld, falls wir mal eine lange Rast kriegen. Brauchen und so. Haben wir, glaube ich, nicht mehr. Okay, können wir uns instinktiv das Inventar geöffnet. Okay. Gleich mal ausgerüstet. Gleich Helm aufgesetzt und eine Rüstung. Armschienen werden wir noch gebrauchen können. Zweitwaffe können wir es nicht, dass wir wechseln können. Na dann. So, die Kleidung haben wir auch noch nicht an. Schau mich hier mal um. Dann können wir zoomen. Ein Edelfrau. Es wäre mir lieb, wenn ihr mich in Ruhe lassen würdet. Können wir mit dem Edelherr noch reden? Keine Zeit für Plaudereien. Immer herein in die gute Stube. Da braucht man schon ein hübsches Feuerchen, um sich von den kalten Blicken dieser Mönche mit aufzuwärmen. Sie sind ziemlich ungastlich, stimmt's, Schätzchen? Oh ja, Schatz, sie sind äußerst hochmütig. Sie führen hier ziemlich abgescheidenes Leben und sind nicht so an so viele Besucher gewöhnt. Vermutlich sind sie hier zu wenig, ein wenig zu farbenfroh für ihre Begriffe. Mit eure Zune, oh, ich würde mir deswegen nicht so viele Gedanken machen, meine Dame. Sie sind vermutlich am Reichtum wie den euren nicht gewöhnt. Ihr seid doch ziemlich reich, nicht wahr? Und habt eine Menge Juwelen dabei. Die waren nicht gerade zuvorkommend, aber ihr seid mal Fremder für sie. Farbenfroh, Liebchen. Sollen wir uns nicht vielleicht ein wenig dezenter kleiden, weniger aufzufallen? Ein Versuch lohnt sich, unsere Kleidung kann es nicht gelegen haben. Sie hätten nicht schlimmer reagieren können, als sie es getan haben. Ich danke euch für den Vorschlag, Elises, und für euren Taktgefühl. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Aha. Geh mal direkt hinauf. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork.
Ah ja. Ja, okay, ein Edelmann. Wacht mit euch, Bettler. Was ich hoffe, dass in Erklärung für eure Eindringen vorbringen könnt. Sprecht. Ja, wir sind seit Zimmer eingedrungen. Das kommt nicht jedem recht. Verzeiht mir, ich habe mich wohl in der Zimmernummer gehört, im Schreckleid. Ein winziger Fehler und hat keinen Grund zur Aufregung, also hütet eure Zunge, wenn ihr sie behalten wollt. Eine Erklärung, ihr seid irgendein aufgepassener Edelmann und ich werde euch Wertsachen abnehmen, ist das klar genug? Ich stelle mich gerade meinen Nachbarn vor. Wer mögt ihr wohl sein? Na gut, aber wie, es kommt doch einmal vor. Gehen wir auch bei ihm ein. Fasst mich nicht an. Ich könnte mir was einfangen. Ja, kann ich helfen? Entschuldigung, die Störung, falsches Zimmer fürchte ich. Bitte entschuldigt, ich fühle mich da etwas platzgewalzt. Allerdings, Sie können mir zeigen, wo ihr Wertsachen aufbewahrt. Wenn ich fort, was für Teile. Zum Beispiel seid ihr. Ich könnte sehr wohl irgendwer sein, aber ich bin Christian von Tiefwasser. Ihr werdet den Namen meiner Familie oder ihre Geschichte wohl nicht kennen. Was mir sehr recht ist. Diese Ausflüge nach Kerzenburg sind für mich ein Stück Extravaganz. Und obgleich ich wer wieder unerlaubte Mittel nehme, noch mit bezahlter Begleitung verkehre, verbringe ich so viel Zeit hier, dass ich nicht möchte, dass eine Welt Bescheid weiß. Ich wäre euch daher ausgesprochen dankbar, wenn ihr auf eure wiederholten Annäherungsversuche verzichten und mich in Ruhe lassen könntet. Ah ja, das beklagen Leute dich. Dann gehen wir wohl unten weiter suchen. Wenn ihr euch da sicher seid. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Jetzt Unterricht treffen wir auf fortfahren? die öffentliche Tür. Klickt auf die Tür, die ihr öffnen wollt, und sie wird es tun. Sie ist nicht verschlossen. Gegenstände von gefallenen Feinden einzusammeln, klickt auf einen Güterhaufen, die sie auf dem Boden zurückgelassen haben. Ein Fenster zeigt die Gegenstände, die ihr einsammeln könnt. Auf der linken Seite und euer Inventar auf der rechten Seite. Klickt auf die Symbole der Gegenstände, die ihr einsammeln wollt. Sie werden in euren Rucksack gelegt. Das klingt sinnvoll. Die Tutorial, Leute. Herren von Ist Tutorial ganz schön wollen. schwer, heutzutage da gute Kameraden zu finden. Ich habe Firebats Elfenhaar. Ah ja, ich bin zurück in den heiligen Hallen von Kerzturm. Wegen dieser Eisenkrise gestaltet sich die Reise von Bergost gefährlicher, als ich es wahrhaben wollte. Ihr seid Glorions Tochter, nicht wahr? Herrje, ihr habt euch ganz schön gemacht. Wenn ihr einem alten Mann, der eifersüchtig auf die Jugend ist, seine Aussage zugesteht. Ich habe eine Identifizierungsformel bei Tetorie im Innenhof gelassen. Sollte sie bereits überprüft haben. Wenn ihr sie für mich holen könnt, wäre ich euch dankbar. Aber die erste Nebenquest angefangen. Tetorie im Innenhof, aha. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Was sagt so öfters? Wer seid denn ihr? Hallo, Leute. Plydia. Oh, hallo. Hast du meine Abschrift von die Geschichte von Harua irgendwo gesehen? Ich kann nämlich das ständige Stoßen von arthritischen Füßen oben in der Bibliothek nicht ausstehen. Also dachte ich gehe ein wenig an die frische Luft. Nicht weit östlich von hier und, oh, warum bin ich nur so vergesslich? Wenn du das Buch suchen könntest, wäre ich dir dankbar. Ich brauche es unbedingt wieder. Okay, wo ist die Bibliothek? Oben in der Taverne oder?
Meist Priesterzauber, ja. Priesterquartierer, das Lagerhaus, Lazarett, Schlafbaracken, Kaserne, Kerzenburg, Wirtshaus. Vermute mal, hier wird es sein. Mittag ab 7. Stunde. Okay, die Bibliothek sehe ich jetzt hier nicht. Schlafender Mann, den wollen wir nicht wegmachen. So gut wie erledigt. Das ist dunkel. Verschlossen. Und wenn wir es nicht aufbrechen. Gut, die Bibliothek ist hier offensichtlich nicht. Und ist hier irgendwas. Sieht jetzt so für mich nicht aus. Das wäre hier etwas Bibliothek-ähnliches. Wenn ihr euch da sicher seid. Durch den Priester wie Nathan. So gut wie erledigt. Sollten wir uns hier erstmal umschauen. Können wir die Kamera zoomen? Ah, so können wir das machen. Und nun? So gut wie erledigt. Mit der Kuh können wir reden? Ich glaube, sie sagt nur. Mhm. So gut wie erledigt. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Da Bildschirmkarte, Anpassungsstufenaufstieg. Der Stufenaufstieg ist wichtig. Wenn genug Erfahrungspunkte gesammelt habt, erscheint ein Plus-Symbol in der Ecke eures Charakterporträts, welcher anzeigt, dass ihr eine Stufe aufsteigen könnt. Nichts zu tun, klickt auf die Schaltfläche Stufe erhöhen in den Charakterbogen. Okay. Etwas? 12 von 12. Ich ist noch nicht viel, aber. Hallo, mein Kind. Erschöpfung, Moral, der Sohn von Trunkenheit, Krankheiten, Gift. Ich brauche nichts von Tutorial Town. Oh, klasse, ganz klasse. Ich habe dich zuerst gefunden. Du bist Gugins Tochter, keine Frage. Das bin ich, wer und was kann ich euch tun? Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Was und was tut ihr hier? Lass mich ruhig, ich habe dringende Angelegenheiten zu erledigen. Wer ich bin, ist unwichtig, aber wer du bist, ist umso wichtiger. Ich entschuldige mich für dieses schmutziges Geschäft, aber ich muss dich beseitigen. Eine Schande. Ich weiß, aber es scheint. Dein Kopf ist unbeschreiblich viel wert für mich. Ich werde dich töten, dann werde ich deinen Preis alleine einheimsen können. Oha, hier haben wir Kampf. Jetzt können wir tatsächlich mal gucken, wie wir hier kämpfen. Er ist ja fast von alleine umgefallen. Es ist ja. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Und dein Kampfstab. Können wir sein Geld auch noch mitnehmen? Nein, nur sein Stab. Kann er von mir aus behalten? Kisten. Genau, Kampfstab. Ne, das ist. Warte. Ach, er hat diesen durch.
Dann nehme ich den durch mal mit. Hier ist eine Axt. Ein Kriegshammer. Schlute mal ordentlich. So gut wie erledigt. Nichts drin hier. Eigentlich Geld. Ist verschlossen. Verdammt. Pardon. Elises, ihr habt euch über der Augenbraue geschnitten. Was ist los, mein Kind? Etwas in euren Augen sagt mir, dass hier etwas nicht stimmt. Und Pada, da war ein Mann, er roch nach Stall. Und er versuchte mich umzubringen. Es war furchtbar. Es ist nichts, Pada. Eine der Katzen wollte nicht, dass ich sie streichle. Ist in Ordnung, wirklich. Ja gut, holt euch das, was ihr braucht. Aus dem Wirtshaus. Den Gurion will euch schon nächst auf den Weg schicken. So gut wie erledigt. Wenig Ärger mit den Wachen kriegen. Treppen. Plydia hat wieder mal eines ihrer Bücher hier vergessen. Das ist da drüben im Heu. Gleich neben Nessa. Könntest du es ihr wohl wiederbringen und dann zurückkommen? Ich habe etwas für dich zu tun. Okay, hier im Heu. Natürlich. Dann bringen wir es ihr zurück. Wo war denn die Gute? War hier drüben irgendwo. Ich habe ein Buch. Mein Buch! Wenn du so grinst, erinnerst du mich an Gurion. Gurion, Gurion, ich werde ihn unterschiedlich nennen. Es war nicht leicht für ihn, dich aufzuziehen. Aber er sagt, es ist die Plage der Liebe. Oder sogar die Plage des Schicksals. Du musst ein besonderes Kind sein, wenn so ein stiller Mann wie er dich so überschwänglich lobt. Hier nimm diesen kleinen Edelstein. Vielleicht gibt Windrop dir dafür etwas Nettes. Das versuchen wir doch gleich. Wenn ihr euch da sicher seid. Mein Hotel ist so sauber wie der Elfenpopo. Vielleicht können wir hier handeln. Kriegs haben wir die durchbehalten, können wir vielleicht noch gebrauchen können. Mal ein bisschen Geld dazu bekommen. Gucken, was gleich näht. So gut wie erledigt. Nur ordentlich angetrunken kannst in das Abenteuer gehen. Hier drüben waren wir schon, da müssen wir hin. Können wir raussuchen und mal gucken, wo wir hier so hingehen. Schönen Tag, nicht wahr? Schade, dass Nessa hier nicht so viel davon hat. Sie ist nämlich krank. Ich muss ihr von Hülle so ein Gegenmittel besorgen. Das letzte Nacht ziemlich lange aufgeblieben und hat gezecht. Und heute musste er früh raus. Die Tore bewachen. Frag ihn doch mal, ob er noch einen Trank herumliegen hat, wenn du ihn siehst. Na, Tutorial-Lehrer. Mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Muss nicht. Tempel des Unkma. Ja.
Priester des Ogmar. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Es freut mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, den Weisen Ogmar Tribut zu zahlen. Ich würde gerne wissen, was ihr in dem Tempel der Weisheit anzubieten habt. Ah, okay, da können wir etwas spenden. Weil hier ist nicht wirklich vor. Erstmal nicht. Braucht ihr es so gut wie erledigt? Und gehen wir mal hier hinüber. Sprich mit ihm. Jondala. Wie Elises. Ihr seid ja heute früh auf. Euer Vater hat mich um einen seltsamen Gefallen gebeten. Es sieht so aus, als solltet ihr ein bisschen kämpfen lernen. Und ich soll es euch beibringen. Ich hoffe, ihr habt euren Stab gleich mitgebracht. Feindliche Wesen könnt ihr in einem roten Kreis und so weiter. Okay, Angriff. Gut gemacht, Kleine. Besonders nachdem Erik diese Pfeife auf euch abgeschossen hat. Diese Pfeile auf euch abgeschossen hat. Achso, der steht da drüben. Und sicher, euer Vater wäre stolz auf euch. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt im Kampf gegen Gruppen sammeln möchtet, darf ich da reden. Aha. Ein bisschen Training kann ich schaden. Ich dachte, ich hätte euch schon gestern gebeten, die Ratten aus dem Lager zu entfernen. Nur es macht euch nicht, macht hier an die Arbeit. Ach du Schande. Hat man Griff. Kann ich den hier erreichen? Ah doch. Katze, ist doch euer Job. Wenn ihr euch da sicher seid. Ja genau, nerzt sie aus wie Ratten. Das sind sie schließlich auch. Eine grandiose Schlacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Hier sind 5 Gurten, es gibt nicht alles auf einmal aus. Aha. Eine weitere Nebenquest. Bestanden. Wo sind wir auf der Map? Hier sind wir. Grünes Lazarett. Herzburg. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Das wird Speichern des Spielstandes. Um euren Spielstand zu speichern, klickt auf die Schaltfläche Schnellspeicherung, Hauptbildschirm oder ruft Optionsmenü auf und klickt dort auf das Spiel speichern. Das macht Sinn. Okay, versuchen wir mal zu speichern. Schnellspeichern erfolgreich. Option, hier können wir mal Spiel speichern. Könnte das Spiel jetzt nicht sprechen. Okay. Mit den Waffen reden. Hey du, ich habe heute Morgen verschlafen und mein Schwert in der Kaserne liegen lassen, als ich meinen Dienst angetreten habe. Würdest du es mir holen? Es ist in der Truhe am Fuß meines Bettes. Im rechten Teil der Kaserne. Mach schnell, du, bevor der Kommandant mich ohne es erwischt. Du findest wird auch ein Gegengift. Ich glaube, Drapen braucht eines. Ah ja, okay. Auf zur Kaserne. Unsere Regeln sind sehr streng. Okay. Torwächter. Bald schon weg, ja, in Ordnung. Gurion hat mich gebeten, euch ein bisschen das Kunstkämpfen beizubringen. Aha.
Er kämpft nicht mit uns. In Ordnung. Dann gehen wir mal schnell hier rein. Auf meiner Klingel steht euer Name. Was geht euch das an? Na, da, du bist Gurions kleiner Balk. Oder etwa nicht? Ja, die Beschreibung trifft euch jetzt zu. So gefährlich siehst du mir ja gar nicht aus. Durch das dann, das bin ich, kenne ich mich. Bin sein Kind, wenn das ist, was ihr meint. Ich wahrscheinlich hier werde ich nicht lange verweilen. So ist eh egal. Und du wirst hier auch nicht lange sein. Also ist noch egaler. Würde dich nur mal angucken, hübsches Geschichtchen. Aber so toll nun auch wieder nicht. Egal, ich liefere den Schädel. Deinen Schädel und habe für den aus denen ausgesorgt. Oha. Safe or no. Fried Carbos. Okay. Das. Die halten nicht sehr viel aus. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Ein Wetter durch. Können wir schon verkaufen. Okay, die Truhe rechts am Bett. Die sollen wir öffnen. Und nun, wenn ihr euch da sicher seid. Irgendwo eine Truhe hier. Nix hier. Wenn ihr euch da sicher seid. Ein bisschen Geld klauen. Irgendwas nicht in Ordnung? Es tut, wer es auch war, ging mit dem Messer auf mich los. Oh, Karan, was passiert in diesem Ort? Stellt lieber keine Fragen, Karan. Ihr habt für mich in meiner Kindheit gelehrt, inspiriert und euer Herz würde brechen, wenn ihr sehen würdet, was gerade passiert geschehen ist. Oh Kind, ihr seid noch viel zu jung für das Leben, das euch aufgebürdet wird. Seid ihr nun für eure Reise gerüstet? Dann bitte ich euch, schnell zu Gurion zu laufen, welche auf der Bibliothekstreppe erwartet. Und er möchte, dass sie hier schnell wie möglich aufbricht. Ich gehe erstmal noch ein paar Nebenquests. Wenn ihr euch da sicher seid. Der rechten Seite hat er gesagt. Dann wird das seine Truhe sein. Ah, das ist das Gegengift. Das ist das Schwert. Mehr wollen wir hier nicht. Wir wollen hier nicht klauen. Wenn ihr euch da sicher seid? Na, bin ich mir nicht. Wenn du es so schon sagst. Vielleicht von noch ein schönes Schwert. Wenn ihr euch da sicher seid? Verschlossen. Verschlossen. Und zumindest nachguckt. So gut wie erledigt. Alles verschlossen. Den Versuch war es wert. Wenn ihr euch da sicher seid, dann bringe ich das mal zurück. Aha, das können wir auch stören. Hier war der doch, oder nicht? Verzeihung. Du hast aber lange gebraucht. Gurion muss verrückt sein, dass er versucht, dich ordentlich zu erziehen. Sag ihm ruhig, dass ich denke. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde sagen, dass dieses ganze Eisenkiste nur daher kommt, dass Hohlköpfe wie du mit anderen Leuten Schwerter herumbummeln. Hier hast du 10 Goldmünzen und verschwinde, ich bin im Dienst. Aha, hier verdienen wir schon klein wenig Geld. Was auch für neues Zeug ausgeben können. Mehr Rüstung, bessere Schilde.
Hier war doch der Typ, der mit dem Gegengift. Das geben wir ihm so gleich. Braucht ihr etwas? So gut wie erledigt. Er braucht etwas. So lasst uns fröhlich singen. Zusammen würden wir es weit bringen. Naja, wir wären beide zusammen, würden vermutlich nie die Mauern Kersenburgs aus von außen sehen, oder? Hm, gut, dass du keine von diesen Metallrüstungen trägst. Ich habe nämlich gehört, dass die Räuber da draußen einen für so ein Ding kurzerhand umbringen. Ich hoffe ja nur, dass diese Eisenkrise bald vorbeigeht. Okay, haben wir jetzt den. Ja, wir haben den Trend gegeben. Vielleicht können wir den durchverkaufen oder wir behalten ihn erstmal. Und dann unsere Kompagnons später wird den vielleicht noch gebrauchen. Aber jetzt hier die Bottle. Und ich schalte und mach sie wieder aus. Kann ich eine Streitachs noch kaufen? Dazu dürfte ich das Geld noch haben. Eine Rüstung, ne, das ist hier Rüstung. Auch vielleicht noch was gebrauchen. Schwere Armbrust. Mittlerer Schild, ein langes Schild. Langschild wäre schon nicht schlecht. Okay, ich behalte das mal erstmal das Zeug. Schild braucht vielleicht auch irgendjemand. Behalten wir es erstmal. Wir haben jetzt hier diese. Die Text hier eingeschaltet. Welche Taste? Und nun? Ah, so habe ich das gemacht. Wenn ihr euch da sicher seid. Dann gehe ich mal hier rum. Dann brechen wir mal langsam zu Gurion auf. Na, hier sind wir bei der Kaserne. Einmal rundherum gegangen. Wunder, dass wir uns noch was zum bisschen Geld klauen. Drin hier. Okay, dann werden wir wohl das Lazarett mal besuchen. Opa, diese Zauberwicht hat mich gefragt, ob ich eine kleine Abschiedsparty für euch ausrichten möchte. Ich bin ein bisschen Übung im Gruppenkampf. Finde ich nicht schade. Ich glaube, ich werde mich ganz leicht machen. Chanderus, Modern, Arcanis, Dedao sind in eurer Gruppe. Könnt euch frei über sie bestimmen. Okay. Und da kommt Gegner. Okay, angreifen.
Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ort. Okay, organisiertes Kämpfen ist noch ein bisschen schwierig. Das war der Hühner lange Rast brauchen. Es ging doch gut. Und dass der andere steuern musste. Ah, okay. Das ist ein bisschen Kampftraining. Wird sowas vom Versagen. Das Lazarett. So gut wie erledigt. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Ihr seid also krank. Für mich seht ihr ziemlich gesund aus. Aber man weiß ja nie, benötigt ihr einen Trank oder etwas? Na gut, nehmt diesen Trank. Den Gratis-Trank nehme ich gerne. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Ein Heiltrank noch bekommen. Dann wollen wir mal. Ich glaube, wir müssen hier in den Hof. Hey, ich bin's, Imuen. Toll, euch kommt wieder zu sehen. Wundert mich aber, dass der spießige alte Gorion dich deine Studien und Pflichten unterbrechen lässt. Der alte Labersack. Ich habe mich auch aus dem Staub gemacht. Der alte Windrop hat schon nach mir gesucht. Und ich habe noch den ganzen Tag, um seinen Kram zu erledigen. Hast du heute Zeit für eine Geschichte? Nein, ich sehe schon. Was hast du denn vor? Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern, Kleiner. Mein Stiefvater wünscht, dass ich mich für eine Reise vorbereite. Sagt mir aber nicht, wohin es geht. Tut mir leid, Kind, aber ich darf. Sieht nicht aus wie ein Kind. Darf niemandem erzählen, was ich tue. Wenn es ging, du sollst hier auch nicht weiter herumtrödeln. Windrop will, dass die Betten gemacht werden, wenn du den Stellen fertig bist. Kleine, ich bin nicht viel jünger als du, obwohl du ganz schön schnell groß geworden bist, relativ gesehen. Eine Reise also, ich bekomme nie die Gelegenheit dazu. Wünschte, ich könnte mitkommen. Ja, das wünschte ich wirklich. Jawohl, ganz im Ernst. Schon gut, ich hab's ja verstanden. Ich werde fragen, ob du mitkommen kannst. Jetzt sei doch nicht blöd. Gorion würde dich den Satz nie zu Ende bringen lassen. Besonders nach dem, was er in den Brief geschrieben hat. Was habe ich da gesagt? Nee. Hab nie einen Brief gesehen. Nee. Ich mache mich besser wieder in die Arbeit. Du sitzt gehen, Gorion wartet. Aha. Ist dann wohl Gorion. Ah, mein Kind. Bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Das ist wirklich sehr zermürbend. Ich weiß aber, du musst mir vertrauen. Es ist ausgesprochen wichtig, dass du deine Besitztümer einpackst, sodass wir Kerzenburg verlassen können. Beeil dich, wir haben keine Zeit zu vergeuden. Die Burg ist bewacht, doch nicht uneinnehmbar. Warte noch ein bisschen, muss noch Dinge erledigen. Vorne sagt mir, wohin wir gehen. Irgendwer braucht noch ein Buch aus der Bibliothek. Ach, egal. Auf geht's. Hör gut zu. Sollten wir uns irgendwann mal verlieren, dann geh schnurstracks zur Schenke freundlicher Arm. Dort sind Khalid und Yahira, alte Freunde von mir, denen du vertrauen kannst. Oh, Yahira. Ein Schutzzauber haben wir bekommen. Beeilen wir uns, mein Kind. Die Nacht bricht herein und wir müssen schleunigst eine Herberge finden. Keine Sorge, sobald wir mehr Zeit haben, werde ich dir alles erklären. Warte, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Sei auf alles gefasst. Oh, weia. Du bist sehr scharfsinnig für einen alten Mann. Du weißt, warum ich hier bin. Hände hoch und solltest du wieder.
Widerstand leisten, hast du dein Leben vergeudet. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, ich würde eure Freundlichkeit nicht durchschauen. Geht zur Seite und euren Lakaien wird nichts geschehen. Es tut mir leid, dass du so denkst, alter Mann. Panzerte Gestalt. Okay, wir können nichts tun. Angreife ich noch nicht. Ja, die sind auch zu mächtig. Ich habe noch keine Chance im Kampf. Sehe ich sofort. Das war offensichtlich ein Feuerball. Grün ist wohl ein mächtiger Magier. Aber so mächtig auch wieder nicht. Da sehen wir ja. Heute ganz besonders grausam. Beim Erwachen wird euch bewusst, dass alles nicht nur ein schrecklicher Traum gewesen ist. Ihr seid in einen Hinterhalt geraten und musstet zusehen, wie Gorion vor euren Augen ermordet wurde. Nicht einmal seine mächtige Magie konnte den Angriff aufhalten. Ihr seid zwar auf seinen Wunsch hin geflohen, aber das ändert nichts an dem Gefühl der Hilflosigkeit, das ihr jetzt empfindet. Übergebt uns euer Mündel, hatte der bewaffnete Dämon gesagt. Er hatte es auf euch und euch allein abgesehen. Aber warum? Wenn euch Gorion doch nur irgendeinen Hinweis gegeben hätte. Doch nun seid ihr ganz allein auf euch gestellt. Kerzenburg ist zwar in der Nähe, aber man wird euch dort nicht einlassen. Die Gelehrten schützen ihre Ruhe mit äußerst strengen Einlassvorschriften. Und ohne Gorion habt ihr keine Chance, eingelassen zu werden. Mit eurer spärlichen Ausrüstung werdet ihr allein nicht lange überleben. Vielleicht werden euch die Freunde helfen, von denen Gorion gesprochen hat. Die Freunde im freundlichen Arm. Das ist ein guter Tipp, da werden wir vielleicht mal so vor den gehen. Und naja. Tut mir leid, dass ich dir gefolgt bin. Wie hätten die das geschafft? Aber ich komme ja nie aus Kerzenburg heraus. Und die Mönche sind wirklich sterbenslangweilig. Geld in Tasche habe ich, haben sie auch nicht. Ich habe Gorion gesehen und es tut mir wahnsinnig leid. Hab mir schon gedacht, dass euch da draußen was Schlimmes passieren könnte. Kannst du wissen, Gorion hat es nicht mal mir erzählt. Ich habe keine Lust, von dir während der Reise schüttern zu lassen. Weg dein Hintern wieder zurück zur Burg, vor Windtrop feststellt, dass du weg bist. Ich zufällig habe ich neuerlich einen Brief auf einem Schreibtisch gelesen, kann mich nicht so recht erinnern, was genau darin stand. Aber vielleicht trägt er ihn noch, vielleicht ist er noch bei Gorins Leichnam zu finden. Also auf jeden Fall lasse ich dich nicht hier allein herumwandern. Freunde lässt man nicht im Stich. Auf gar keinen Fall. Ich bleibe bei dir, bis du es dir etwas anders überlegst. Jawohl. Wir haben das Teammitglied. Mit 8 HP. Du bist ja ein komischer Kauz. Mhm. So gut wie erledigt. Können wir sagen, dass sie folgen soll? Etwas? Alle gehen, es können mit allen gehen. Hallo, ihr da. Guck mal, die Map. Die Map, genau. Wer da? Kölzett. Heute ist aber viel los hier. Die ganze Nacht schon komische Geräusche und jetzt rennen alle möglichen Leute durch den Wald. Ihr seht immerhin etwas freundlicher aus als die beiden letzten. Also Fremde hier, ich heiße es Kurset. Bleibt mir fern, ich habe dem eigenes letzten Mal noch wenig vertrauen. Davon verschwende ich kein bisschen an euch. Könnt ihr mir helfen, mein Ziehvater und ich wurden nicht angegriffen. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll. Ich brauche eure Hilfe, ich wurde in der Nacht überfallen. Das Gemetzel im Norden ist wohl das Nachspiel zu eurem Geplänkel. Ich bin zutiefst betrübt über eure Zwangslage, kann aber nichts für euch tun. Ich habe nichts Wertvolles, was ich euch geben könnte, außer gesunde Menschenverstand und ein paar Wegbeschreibungen. Etwas östlich von mir kommt hier an eine Kreuzung.
Nördlich von dort ist das Wirtshaus, der freundliche Arm. Südlich liegt die Stadt Bergost, Beregost. An beiden Orten könnt ihr unterkommen. Aber die Preise im freundlichen Arm sind etwas besser. Außerdem ist die Atmosphäre dort besser geeignet für junge Abenteurer. Wenn ihr nahe an der Straße entlang kreist, seid ihr sicherer. Aber das hängt von euch ab, wo ihr hin wollt. Ich kann euch nicht begleiten, aber wenn auf weiter die Straße rauf warten ein paar Reisende. Die bieten euch vielleicht Unterstützung an. Aber achtet auf den Preis. Mir persönlich gefiel ihr Aussehen gar nicht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die Reisen. Es liebt tun, wie man sagt. Da drüben ist der Hinterhalt. Kurz leichter sollten wir die plündern. Wahrscheinlich unklug. Wir sollten jetzt als erstes mal Richtung freundliche Arm aufbrechen. Ach egal, was soll es, ging um in die Richtung. Uha! Dann wird gleich angegriffen. Oha, ist gar nicht gut. Können wir einfach fliehen? Ich habe schon Schaden genommen. Und sie auch. Auf dem Weg bleiben, wurde gesagt. Flieht ihr noch? Er ist zu stark. Ich weiß noch nicht, wie man wirklich kämpft. Hat bei Kollegen, die können vielleicht helfen. Den haben wir wohl besiegt. Haben auch sehr viel Schaden genommen. Okay, können nicht looten. Mal mit den Wandersleut reden. Muntaron. Hallo, Dark. Hallo da, Kind. Ist das nicht ein recht ungewöhnlicher Ort für eine Reise? Mein Begleiter möchte euch etwas mitteilen. Ein Kind, das allein in der Wildnis herumläuft. Ihr könnt nicht sehr helle sein, wenn ihr auf diesen Straßen reist. Ihr seht auch ganz schön zerschunden aus. Habt ihr wohl ein Problem gehabt, was? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ihr habt von diesem schlechten Trinken nichts zu befürchten. Mir sollt nicht einmal meiner Schuld stehen. Auch wenn euer Gewissen besser beraten sein sollte. Wie bei allen guten Leuten, die Gruppe hat so einen Gegenstand gewonnen, Heiltrank. Zum Lohn könntet ihr mit uns nach Naschkel kommen. Da gibt es Schwierigkeiten und jede Menge Gerüchte um die örtliche Mine, denen wir nachgehen sollten. Einige unserer Bekannten sind wegen der Eisenknappheit sehr beunruhigt, besonders was die Frage der Schuld anbelangt. Ihr könnt uns dabei helfen, auch wenn ihr natürlich zu nichts verpflichtet seid. Wir wollen uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen. Soweit ich weiß, ein Mann namens Verum Gastkir. Ein gewisses Durchleiten. Ich möchte mich euch gerne anschließen, muss aber zuvor noch jemanden aufsuchen. Vielleicht wollt ihr mich begleiten. Wir haben nur sehr wenig Zeit, aber trotzdem ist es am besten, in Begleitung zu reisen. Jo, wir kommen mit euch. Dafür seid ihr uns aber was schuldig. Und da haben wir zwei weitere Kameraden gewonnen. Und jetzt zu viert. Was sagt die Weltkarte? Wir sind noch weit entfernt. Wir bleiben auf der Strecke.
Ich habe einen Heiltrank. Können wir einen davon trinken? Folge gleich mal beide. Wie bringt das überhaupt irgendwas? Wir haben ja keinen davon getrunken. Wir tun nicht wirklich trinken, oder? 9 Schadenspunkte geheilt. Okay, das müsste uns fit machen. Was denn können? Ein Gürtel haben wir das. Tränke benutzen, das müsste man mal können. Gepäck. Nicht trinken. Ah, okay, ich habe wohl einen getrunken. So gut wie erledigt. Braucht ihr etwas? Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Okay, wen haben wir hier? Ach du Scheiße. Noch ein Angriff. Diesmal sind wir hoffentlich besser. Oha. Der Hauptcharakter wurde umgebracht. Sie sollte das Spiel neu starten. Okay, wie ist der letzte? Spiel 1 Start, Autosave, Quick Save. Hälfte nach 0 Stunden, Prolog 2 Stunden. Hey, ich bin wie erledigt. Ach du Schande. Ich komme, mich kreuz wiederzusehen. Wir haben aber einiges verpasst. Hallo ihr da. Wir sollten mal speichern. Hinweis, dass wir hier weiter können. Es gibt mal hier ein bisschen was. Und nun, wenn ihr euch da sicher seid. Vielleicht mit ihm hier reden. Ihr seid so enervierend. Ihr steht bei der Geduld auf die Probe. Okay, dann haben wir die wieder mit dabei und sind diesmal fit. Einmal speichern. Schnell speichern erfolgreich. Wenn es uns wieder was angreift, dann. Ich würde gerne zumindest in die nächste Stadt kommen. Das ist mein Ding, was ich machen würde. Mhm. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Ziemlich erreichbar. Hey da, Wanderer! Bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Hallo, Wandersfrau. Verweilt einen Moment und tut einem alten Mann einen Gefallen. Es ist schon fast 10 Tage her, dass ich eine Menschenseele hier auf der Straße gesehen habe und mich gut unterhalten habe. Heutzutage scheinen nur Verrückte oder Verzweifelte noch zu reisen. Und hier meine Freimütigkeit entschuldigt, mir gehört ja an. Jetzt sagen, aber wie ihr seht, wie steht es eigentlich mit dem Einhalten oder eigenen Maßstäben? Mir scheint, ihr weicht ziemlich davon ab, wenn ihr Fremde bezüglich eines geistigen Zustands belästigt. Eigentlich sogar ziemlich verzweifelt. Kennt ihr vielleicht einen Weg zum freundlichen Arm? Man hat mir gesagt, dass ich dort vielleicht ein paar Freunde treffe. Genau das. Den kenne ich wohl. Das Wirtshaus ist nur einen kurzen Weg
hier im Norden. Und seine Türen stehen allen offen. Ich zweifle nicht, dass euer Freunde dort sind und euch mit offenen Armen erwartet. Warten, seid meines Mitleids versichert, wenn euch die Strapazen der Straße zu sehr zusetzt haben. Bin doch sicher, dass sich alles zum Besten wenden wird. Nun habe ich aber genug eurer Zeit verschwendet und schon zu viel gesagt. Ich werde meinen Abschied nehmen und wünsche euch das Beste. So gut wie erledigt. Okay, Weltkarte. Ah, wir sind hier. Wir sind jetzt mal geradeaus. Ich glaube, die Straße einfach lang. Das sieht aus Design. Ich hätte gerade mal speichern sollen. Das ist nicht gut. Das ist nicht speichern. Okay, jetzt sollten wir mal speichern. Braucht ihr etwas? So gut wie ein Wegstein. Okay, wo geht's weiter? Du bist jung, ich hab genug davon. Was? Mal bitte zusammenbleiben. Und nun? So gut wie erledigt. Okay, ich denke, hier geht's weiter. Das sieht nach oben aus. Und jetzt wird in die Stadt. Seid ihr etwas leiser, wenn es euch nichts ausmacht? Wir laufen Wesen herum, die besser hören als wir. Ihr scheint euch hier draußen recht heimisch zu fühlen. Was ist das Gefährlichste, was ihr gesehen habt? Das gefährlichste Wesen, einmal war ich ein paar Tage hier hinter einem Uga-Magus her. Da hatte ich noch eine Gruppe, die mit mir unterwegs war. Den Uga habe ich umgebracht, die Leute aber verloren. Das ist eigentlich nicht wert, wenn ihr mich fragt. Ich habe auch noch gefährlichere Monster gesehen. Das war immer über die Schulter. Wenn ich so schnell wie möglich abgehauen bin. Weglaufen ist keine Schande. Wenn dein Leben auf dem Spiel steht, jetzt weg mit euch. Ich muss ja. Dann gehen wir mal hier hin. Wir ziehen hier entlang. Und ich komme bald zur nächsten Stadt. Wir reisen. Trefft euch mit Khalid und Jahira. Das klingt doch nach einem guten Plan. Sagst du des Öfteren? Okay. Was sagt die Karte? Noch nichts. Schau mich erstmal um. Ein Bürger. Hida, Neuling. Ich würde hier im freundlichen Arm gut gehen, solange Eventley und Gilana nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Nur ein kleiner Tipp für euch. Wir haben nicht die Absicht, jemanden auf dem falschen Fuß zu erwischen. Da sind die Leute, Bentley und Gilana. Gilana und Bentley sind Mann und Frau. Sie führen den freundlichen Arm. Schon so lange man denken kann. Bentley kümmert sich immer um die Bar und Wirtshaus und seine Frau Gelana ist Hohepriesterin im Tempel von Gaal Glitzergold. Sie sind beide wirklich in Ordnung. Aha. Was haben wir hier? Sind wir jetzt bei jemandem eingebrochen, oder?
Bürger. Hey, Kollege! Man muss nicht jedes Wort glauben. Von dem, was da rum erzählt wird, die Leute machen sich wegen nichts und wieder nichts in die Hosen. Die Schwätzer Berigost denken sich immer neue Lügengeschichten aus, die sie den Reisenden aufbringen können. Wir hier im freundlichen Arm sollten es eigentlich besser wissen. Okay, wir sind hier im freundlichen Arm oder was? Sind wir hier wohl schon richtig? Wo ist der Lira? Der andere. Hey Kollege! Aha. Schlafender Mann. So gut wie erledigt. Okay, das Fenster habe ich schon öfters geöffnet. Okay, wo kann ich denn ein Bett für die Nacht bekommen? Du musst nach das Gasthaus. Sieht eher nach der Burg aus. Schauen wir uns mal außerhalb der Burg um. Hoffen, dass das da nicht auf die Straße zurückgeht. Fürchte doch. Oh oh. Wir sollten schnell fliehen. Rückzug. Das war ein schlimmer Fehler. Die nehmen wir es doch nicht auf. Oh Mann. Und werden sie uns in die Stadt folgen? Einfach nehmen es auf. Und wir haben jetzt nicht die Wache an die Stadt ungeschützt da gelassen. Weil die Wachen getötet werden. Alle mal lächeln. Das ist einfach fantastisch. Und wozu sind wir? Und wie kommen wir jetzt hier weiter? Das sieht doch gut aus. Ihr seid willkommen hier unter den Augen von Karl Glitzergold. Lilana Spiegelschatten. Für ein paar merkwürdige, ehrenwürdige Münzen kann ich euch heilen, wenn ihr es wünscht. Zwei Mittel habt ihr. Ja, es bringt wohl nichts. Leichte Wunden heilen. 50 kostet das.
fantastisch. Sowieso was wie ein Tempel hier. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Wenn ihr euch da sicher seid. Muss doch irgendwo ein Gasthaus geben. Irgendwann, der uns den Weg zeigen kann. Hallo Freundin, ich habe dich hier noch nie gesehen. Was fühlt euch einen freundlichen Arm? Eigentlich nicht viel, wir sind nur erschöpfte Reisen oder so einen Platz zum Ausruhen. Bin nur hier, um Freunde zu treffen. Oh, dann seid ihr diejenige, die ich treffen soll. Ich bringe euch zu euren Freunden, muss aber erst vergewissern, dass ihr auch die richtigen seid. Heißt ihr Elysis? Das ist mein Name. Sehr gut, dann seid ihr wirklich die, die ich suche. Einen Moment noch, ja. Ah, ja. Okay. Haben wir angegriffen oder was? Was geht denn hier vor sich? Ach du Scheiße. Ich bin wirklich fort. Doch nicht so. Gut, dass ich gespeichert habe. Nein, das habe ich nicht. Und nun? Ich werde das Speichern nie lernen. Wenn ihr euch da sicher seid? Da bin ich mir sicher. Reisestunden 8, freundliche Arme. Ach du Schande. Wo sind wir hier überhaupt? Nicht in der Stadt. Wenn ihr euch da sicher seid. Gut, dann gehen wir hier nochmal rein. Und was haben wir da falsch gemacht, dass wir hier direkt angegriffen werden in der Stadt? Hier würde ich gerne mal speichern. Versuchen das hier nochmal. Hallo, mein Freund. Einfach weitergehen. Bin ich eure Freunde und meine Anmerkungen gehen euch nichts an. Wie unhöflich ist es wirklich, das ist unverschämt von euch. So, können wir hier einfach rein. So gut wie erledigt. Hey, Freund. Ach du Scheiße. Die fände ich so gut. Ja, wir reden ja einfach. Was können wir denn gegen ihn machen? Welche Chance haben wir, ihn zu besiegen? Er ist doch ein großer Magier und wir haben so gut wie keine Chance gegen ihn. Und bitte was? Wie bitte sollen wir? Was haben wir denn hier für eine Chance? Na, es wird spannend. Doch nicht so.
Hey, bitte was? Hier ist die Taverne, wo wir rein sollen. Okay, wir können gerade gar nichts tun und jetzt sind wir tot. Was ist denn hier verkehrt? Okay, ich hab euch ja versprochen, dass ich hier verkacke. Warum habe ich eigentlich hier gespeichert? Doch Blödsinn. Dann ist doch irgendwas. Dann läuft doch was verkehrt. Doch nicht so. Wenn wir mit ihm irgendwas anders machen können. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Was wir die machen, der greift uns an. Wenn wir dem gerade freundlich waren. Und nun? Hat er uns trotzdem angegriffen. Wenn ihr euch da sicher seid. Sag mal, mitkommen hier. Ja, hier müssen wir rein, aber da steht der Typ vor der Tür. Und der will mit uns reden. Entschuldigt meine Direktheit, aber ihr seht aus wie eine, die ich schon länger kenne. Nie davon gehört. Irgendwie laut meine Meinung ein bisschen. Und greift uns wieder an. Und was können wir gegen ihn tun? Wenn er uns angreift, sind wir sofort tot. Ich begreife es nicht. Haben wir hier irgendwelche Chancen? Irgendwelche reale Chancen? Ging hier noch keine Chance. Aber der war schon. Aber keine Chance gegen den, oder? Außer ausweichen vielleicht. Wo sind wir? No. Achso, wird mir das zu blöd. So gut wie erledigt. Einmal versuche ich es noch, dann müssen wir dann lassen wir es für heute bleiben. Und nun, so gut wie erledigt. Der greift uns auf jeden Fall an. So wie wir wissen, ja. Und greift uns schon an. Schnell weg hier. Und lass die Wachen sich drum kümmern. Ich erleide 3 Schaden. Hoffe, dass das hinkriegen. Gegen den alten Magier hoffnungslos. Richtig kritischer Fehlschlag. Der Wächter stirbt. Ich würde lieber gleich zur Sache kommen und euch beseitigen. Nein. Das war der erste Fehler. Schlaft nicht zu fest, Meister. Für wie viel Schaden hat der? Der ist noch nicht an der zweite tot. Was denn? Wie denn? Die Wachen tun ihm nicht einen Schaden. Level für diesen Kampf.
versuchen, ihn anzugreifen, aber... Okay, er ist tot. Nö. Irgendwas begreife ich hier nicht. Ja gut, das war das Longplay bei Das geht. Wenn ich das mal als Let's Play spielen würde, müsste ich mir das nochmal genauer angucken. Ja. Hier haben wir die Credits. Ja. Definitiv ein spielenswertes Spiel, muss man es mal begreifen. Wir spielen was auf dem leichten Modus mal und sehr leichten Modus mal durch, keine Ahnung. Und ich kapiere mal, was hier soll. Wird auf jeden Fall katastrophal. Kann ich das durchskippen? Nee, scheinbar nicht. Gut, na dann. Danke fürs Zuschauen. Ja. Bis zum nächsten Video schon heute auf diesem Kanal. Abo da lassen, Glocke aktivieren. Man sieht sich. Ciao, ciao. Ho, 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 ho.